Hallo meine Lieben zu einer neuen Rezension. Das wird heute die Rezension von Ashes, brennendes Herz von Ilza J. Big. Ja, ich habe das Buch vor 2 Tagen ausgelesen und habe jetzt tatsächlich erstmal 1-2 Tage gebraucht, um es zu verarbeiten, möchte ich jetzt nicht sagen, aber einfach um es zu verstehen vielleicht. Das Buch ist ein, da fängt schon an. Das Buch ist sehr schwierig zu rezensieren, weil ich jetzt schon auch gar nicht weiß. Es ist so ein bisschen ein Endzeitbuch irgendwie. Also es ist kein Fantasy, kein Krimi, kein Thriller, kein, weiß ich nicht. Also es ist ganz schwierig zu rezensieren. Aber jetzt werde ich euch mal ganz kurz etwas über den Inhalt sagen und dann kommen wir dann eigentlich zu meiner eigentlichen Meinung. Also, es geht in diesem Buch um Alex. Alex, beziehungsweise Alexandra, hat seit vielen Jahren einen Gehirntumor. Ihre Eltern sind vor ein paar Jahren gestorben. Und sie macht sich auf den Weg in einen Nationalpark in Amerika, um dort einfach sich selber zu finden. Also sie entflieht diesen ganzen Chemotherapien, diesen ganzen Untersuchungen wegen dem Tumor, um einfach den Weg zu sich selber zu finden und mit sich ins Reine zu kommen, weil sie so nicht weitermachen möchte und auch mit sich einfach ins Reine kommen möchte, was man auch in der Sicht irgendwie nachvollziehen kann. Sie ist dann in diesem Nationalpark und lernt dort Jack und seine Enkelin Ellie kennen. Ellie ist ein junges Mädchen, 8 Jahre, und die hat ihren Vater verloren im Irakkrieg, Afghanistankrieg, und ja, sie versucht also, ihr Opa Jack versucht dann einfach ihr ein bisschen wieder Normalität zu geben und geht mit ihr halt in den Wald. Dann, als sie zu dritt am Lagerfeuer saßen, ertönt plötzlich ein ohrenbetäubender Knall, es gleißendes Licht und furchtbarer Schmerz durchzuckt Alex. Und man kann sich in dem Moment in dem Buch erst nicht erklären, was es ist. Was das Besondere an dieser Situation ist, dass alle Tiere verrückt spielen. Hirsche und Rehe stürzen sich über Klippen. Und diese Szene, muss ich auch sagen, ist extrem brutal und eklig beschrieben. Also da muss man schon so ein bisschen tapfer sein. Und ist einfach, ja, da muss man einfach drüber stehen. Und ja, und nach diesem Knall, als dann wieder alles sich normalisiert hat, merkt Ellie bzw. auch Alex, dass Jack tot ist. Keiner kann sich erklären, wieso, aber es ist so. Und ab dem Zeitpunkt befinden sich Ellie und Alex auf der Flucht. Sie begegnen im Wald ein paar Jugendlichen und diese stellen sich dann letztendlich als Kannibalen heraus. Und als ich das gelesen habe in dem Buch, dachte ich mir so, oh je, ist das auf irgendwas für mich, weil ich sowas eigentlich nicht unbedingt lese, weil das geht ja dann schon wieder in Richtung Horror. Und gut, habe ich mir gedacht, ich lese weiter, und dann gibt es nochmal eine markante Situation und in der tritt dann Tom, das hat die Maya oder die Vicky oder irgendwas, jemand gerade was umgeschmissen. Auf jeden Fall begegnen sie dann Tom, der ihnen das Leben rettet, und sie beschließen zusammen, in die nächstgrößere Stadt zu fahren bzw. zu laufen, um einfach zu sehen, was passiert ist. Ja, und dann passiert sehr, sehr viel in kurzer Zeit in diesem Buch. Alles kann ich natürlich nicht verraten, aber es ist dann letztendlich so, dass zuerst Ellie und dann Tom verschwindet und Alex in das Dorf Ruhl kommt, wird dort aufgenommen, und Alex ist das Dorf absolut nicht geheuer und sie macht sich dann auf die Suche nach der Wahrheit und entdeckt dann eben Grausiges, Brutales und sehr Erschreckendes. Ja, das wird jetzt mal so kurz der Inhalt gewesen sein. Viel möchte ich gar nicht mehr weiter erzählen.
Ich denke, jeder sollte das Buch selber lesen, der so einigermaßen hart im Nehmen ist, möchte ich sagen. Ich fand das Buch noch so gerade an der Grenze. Also da ich ja doch Thriller gewohnt bin, wo es auch mal ein bisschen blutiger zugeht, hat mich das Buch jetzt nicht allzu sehr schocken können. An manchen Momenten musste ich schon ein bisschen schlucken, aber es ist okay. Was bei diesem Buch mir extrem aufgefallen ist, ist, dass es unheimlich verwirrend ist. Also ich habe ganz, ganz lang gebraucht, bis ich verstanden habe, um was es eigentlich geht. Aber wenn dann dieser Groschen gefallen ist und du weißt, um was es in diesem Buch wirklich geht, weil es ist nicht klar, ich meine, vielleicht bin ich nur ein Langsamchecker, ich weiß es nicht, vielleicht fällt es anderen schon früher auf. Bei mir hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich geschnallt habe, um was es geht. Aber dann nimmt dieses Buch an dermaßener Fahrt auf und es wird so spannend, dass ich dieses Buch wirklich nicht mehr aus der Hand legen konnte, obwohl ich eigentlich ins Bett gehört habe und am nächsten Früh wieder um 5 aufstehen musste, habe ich dieses Buch gelesen bis zum bitteren Ende, weil ich dann auch nicht mehr aufhören konnte. Ja, es ist unheimlich gut, aber ich möchte es nicht uneingeschränkt an jeden empfehlen. Also ich glaube, das ist einfach jemand für jemanden, der auf Horror, also ich möchte eigentlich schon so ein bisschen auf Horror, auf Fantasy, auf einfach so, ja, so Endzeitgeschichten irgendwie so. Ja, also ich fand es gut. Es ist der erste Teil von einer Reihe. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Teile noch kommen. Und ich habe es gut gefunden. Also es ist, ich kann nichts dagegen sagen. Aber wie gesagt, es ist einfach sicher kein Buch für jedermann. Ich weiß, dass es Schneewittchen 3107 auch gelesen hat, auch gemeint hat, es wäre doch relativ brutal. Es aber doch letztendlich in den Himmel hoch gelobt hat. Und da geht es mir eigentlich genauso. Also ich sage, es ist schon an manchen Stellen ziemlich krass. Aber nichtsdestotrotz würde ich es wieder und wieder und wieder lesen. Jetzt geht meine Zeit gleich aus. So, da bin ich wieder zurück. Diese Kamera mit HD-Gedöns aufzunehmen, das hat irgendwie, ja, weiß ich nicht, ist irgendwie nicht so gut, weil da geht auf einmal die Zeit weg und ich merke es nicht. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall bei dem Buch, ich würde es definitiv nochmal lesen. Und ich würde mir auch definitiv den zweiten Teil kaufen. Also das kann ich schon mal mit Gewissheit sagen, weil ich es unheimlich gut gefunden habe. Zwar verwirrt und vielleicht auch etwas, ja, wie soll ich sagen, vielleicht ein klein bisschen enttäuschend, weil ja doch das Ende dann relativ abrupt kommt und auch kein wirkliches Ende hat. Also ich denke, wenn da mal irgendwann dann der zweite Teil rauskommt, da werden wir definitiv erstmal noch den ersten Teil nochmal lesen müssen, um, oder zumindest zu den Schluss, dass man so wieder ein bisschen reinkommt. Aber nichtsdestotrotz ist es ein klasse Buch. Ich kann es euch nochmal zeigen. Auch das Cover ist natürlich ein Highlight. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich muss zwar sagen, bei dem Cover ist es so ein bisschen gruselig. Also dieses Mädchen an sich ist zwar hübsch, aber auch extrem gruselig, wenn das dich so anguckt. Und auch das Buch ohne Schutzumschlag ist sehr, sehr schön gehalten mit diesen Vögeln. Ja, mein Dank gilt hier nochmal an den Ink Egmont Verlag, der es mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ja, guckt es euch an. Ich werde den Amazon-Link unten in die Infobox packen. Ich sage nicht wieder Link verlinken. Da lacht ihr mich immer aus. Nein, ich werde den Link von Amazon unten in die Infobox packen und auch meinen Blog-Eintrag dazu. Der ist ja auch schon oben. Das ist immer so mein erstes. Und wünsche euch jetzt einfach einen wunderschönen Tag und bis die Tage. Tschüss!